Servus, ich bin der Dirk Freiberger und ich habe heute ein leckeres Rezept für euch. Nämlich einen Schweinefleisch-Schichtauflauf. Und den machen wir heute so, dass ihr euch noch eine gute Portion Geld sparen könnt. Diesen Schichtfleischauflauf, den kann man jetzt mit Schweinefilet machen. Aber wir nehmen heute ein anderes Stück. Und zwar nehmen wir heute die Schweineschulter. Das ist ein Teilstück aus, wie es schon sagt, aus der Schweineschulter, aber die dicke Schweineschulter. Das ist das Stück neben dem Schäuferle. Da, also zum Schäuferle haben wir schon viele Videos gemacht. Da schaut ihr einfach unten in die Beschreibung und klickt dann drauf. Schaut es euch an. Aber mit dem Stück Fleisch machen wir heute einen wunderbar schmackhaften und zarten sowie preiswerten Auflauf. Also, als allererstes brauchen wir jetzt Champignons. Die schneiden wir klein und braten sie in der Pfanne an. Die schneiden wir jetzt nicht zu klein, weil wir wollen das ja nachher schichten. Deswegen schneiden wir da jetzt schöne Scheiben. Und wir braten die deswegen an, damit wir die Flüssigkeit draußen haben. Wenn wir nachher die Flüssigkeit praktisch noch nicht rausgebraten haben in den Champignons, dann wird unser Auflauf so wässrig und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass das richtig schön Geschmack reinbringt, aber von der Konsistenz her passt. So. Sehr schön. Damit unser Fleisch natürlich auch einen tollen Geschmack bekommt und ein gutes Aussehen, nehmen wir jetzt rote Zwiebeln. Wenn ihr keine roten Zwiebeln zu Hause habt, könnt ihr auch ganz normale nehmen. Das ist überhaupt kein Problem. So, die Zwiebel wird jetzt als erstes von uns geschält. Und damit die auch gut ausschaut, schneiden wir die jetzt in ganze Ringe. Weil so können wir die auch wieder schön nachher in die Auflaufform reinschichten. So, nicht zu dick, sonst wird es dann auch vom Geschmack her zu massiv. Kennt ihr eigentlich den Trick, wie euch beim Zwiebelschälen keine Tränen aus den Augen drücken? Also ich habe bis jetzt nur eine einzige Methode gefunden und zwar, wenn ihr so richtig frische Zwiebeln habt, das ist ja meistens im Frühjahr dann so, April, Mai, Juni, da sind die ja besonders scharf und wenn ihr da Wasser in den Mund nehmt, dann könnt ihr verhindern, dass ihr zu stark zu weinen beginnt. Also wenn ihr nicht wollt, dass eure Freundin merkt, dass ihr traurig seid, dann schaut einfach, dass ihr Wasser in den Mund nehmt. Uns Männern fällt es ja grundsätzlich auch nicht so schwer, da jetzt dann auf die Worte zu verzichten, während wir Zwiebeln schneiden. So. Jetzt ist unsere Pfanne heiß, also hoffe ich zumindest. Oh, schaut gut aus. Dann brauchen wir jetzt ein bisschen Butter. Ich meine, mit Butter schmeckt es natürlich immer am besten. Ihr könnt aber jetzt auch irgendein Pflanzenöl nehmen, irgendein Bratöl. Das spielt jetzt in dem Fall nicht so die große Rolle. So. Die lassen wir mal da, die brauchen wir jetzt dann gleich wieder. So, als erstes unsere Zwiebeln gleich mit rein. Und natürlich unsere Champignons. Wenn das in der Pfanne ist, schaut, dass es nicht zu sehr anbrät. Wir müssen da nur das Wasser rausbekommen. Es soll allerdings nicht zu dunkel werden. Schaut schon ziemlich gut aus. Kann er jetzt ein bisschen in Ruhe lassen. Als nächstes habe ich hier einen richtig tollen Bräter. Der ist so zweiteilig. Und wir brauchen heute einen Auflauf, deswegen nehmen wir nur den Deckel dazu. Wenn ihr sagt, ihr braucht auch sowas zu Hause, schaut unten in die Beschreibung. Wir haben da ein tolles Affiliate-Link. Da könnt ihr draufklicken. Für unsere Auflaufform, die wir jetzt brauchen, brauchen wir jetzt auch noch ein bisschen Butter. So. Und die nehmen wir jetzt dazu, dass wir die Auflaufform schön einfetten. Das ist nachher ganz wichtig, vor allem für die erste Schicht unten. Da wird Fleisch reinkommen.
dass unser Fleisch nicht anklebt. Bei so einer beschichteten Auflaufform ist das meistens auch gar nicht so schlimm. Aber, wie schon gesagt, auch Geschmack bringt die Butter natürlich mit rein. Ihr seht ja jetzt hier, es ist heute ziemlich kalt, deswegen ist die Butter auch noch ziemlich fest. Deswegen muss ich mich jetzt ein wenig anstrengen, aber nichtsdestotrotz haben wir es jetzt geschafft. So schaut es dann aus, schön gleichmäßig haben wir jetzt alles verteilt. Da können wir jetzt dann gleich unser Fleisch schön reinschlichten. So, ja, immer wie schon gesagt, immer ein bisschen bewegen, dass es gleichmäßig alles sich ausbrät. Schaut sehr gut aus. So, das schalten wir jetzt auch schon mal aus. Passt. Jetzt kommen wir zum Fleisch. Das Fleisch hat eine Richtung. Wir haben eine Schnittrichtung, die wird jetzt praktisch durch die Muskelfaser vorgegeben. Und danach schneiden wir jetzt das auch gleich in dünne, kurze, also kurzfaserige Scheiben, die wir dann nachher in diese Auflaufform hineinschlichten. So. Ich lasse das Fett auch mit Absicht dran, dass wir nachher auch diesen Geschmack des Schweins in dem Auflauf haben. Und da das Schulter ist, macht es auch nichts, dass ihr es so dünn schneidet, weil das braucht eh länger und verteilt sich dann auch besser. Und damit es schön zart wird, wie schon gesagt, braucht man das auch schön dünn. Wenn ihr das jetzt klassisch mit einem Schweinefilet oder zum Beispiel Schweinerücken macht, dann solltet ihr ihn eher ein bisschen dicker schneiden, weil wenn ihr es dann in die Auflaufform reingebt, dann passiert es durchaus, dass es dann mal trocken werden kann. Deswegen bei der Schulter schön dünn, bei so einem Schweinefilet kann man das dann eher ein bisschen dicker machen. So. An der Stelle sieht man das auch, ich zeige euch das jetzt gleich. Da haben wir in der dicken Schulter auch so eine Sehne drinnen hier. Und die machen wir jetzt dann weich, weil wir noch eine Soße drüber geben. Wir schmoren das Ganze sozusagen und dann wird auch diese Sehne richtig schön weich, aber gibt noch einen tollen Geschmack ab in unsere Soße. So. Wenn ihr jetzt sagt, was kostet die Welt, nur das Beste für mich, Schweinefilet her. Ja, ist auch eine Möglichkeit, ist natürlich der zarteste Muskel vom Schwein, aber man muss dazu sagen, es verträgt es zum Beispiel nicht so gut, wenn ihr dieses Gericht zum Beispiel aufwärmen wollt, also wenn ihr es am Vortag kocht und dann für eure Kinder am nächsten Tag aufwärmen wollt, da wird dann das Schweinefilet durchaus sehr schnell trocken und übergart. Deswegen muss es nicht immer Schweinefilet sein, mal ganz abgesehen davon, dass ihr halt hier auch beim halben Kilopreis liegt. Also, her mit unserer Auflaufform. Wir nehmen jetzt unser Schwein und schichten es jetzt einmal in diese Auflaufform rein. So. Das passt mir noch nicht ganz. Ein bisschen rüber. Achtet darauf, dass es nicht zu hoch wird, weil wir wollen ja jetzt dann nachher auch was von unserer Mischung mit reingeben. So. Was wir auch auf keinen Fall jetzt hier schon vergessen dürfen, ist Salz, weil das bekommen wir sonst auch mit unserer Soße nachher nicht mehr mit rein. Also Salz drauf. Und auch Pfeffer. Alles klar. Dann kommt die nächste Schicht. Wenn jetzt der dicke Fettrand kommt, dann schaut, dass ihr den nach außen an den Rand legt, weil außen bekommt er natürlich auch die meiste Temperatur und somit brät er sich auch schön aus.
tipptopp. Jetzt kommen wieder unsere Zwiebeln und unsere Champignons mit drüber. Salz. Was wir jetzt noch brauchen, ist eine Mischung aus Schlagsahne, saurer Sahne. Da geben wir jetzt noch ein bisschen Muskat dazu. Und was bei sowas auch immer super kommt, ist unser hausgemachtes Burger Seasoning. Das rundet das Ganze perfekt ab. So. So, jetzt das Ganze vermischen. Salz brauchen wir jetzt da keins mehr dazu tun, da habe ich vorhin schon genug aufs Fleisch. So, jetzt ist es schön homogen. Das gehen wir jetzt da drüber. Bevor ich das jetzt rübergehe, denkt immer dran, nur mit Abo bekommt ihr das Gericht auch richtig gut auf die Reihe. So. Einmal schön drüber. Die Flüssigkeit ist jetzt einfach entscheidend dafür, dass wir später das Fleisch auch schön weich schmoren. Ohne die Flüssigkeit wird unser Fleisch eher trocken und nicht weich. Das ist nicht so gut. So, jetzt kommt natürlich noch was ganz Wichtiges. Der Käse. Ich habe mich da heute für einen Raclette-Käse entschieden. Der hat nämlich so eine schöne, feinwürzige Note und er schmilzt sehr schön. Nummer 1. Die Haut macht man immer weg, wenn man so einen Käse verwendet, der so einen Reiferand hat. Schmeckt dann normalerweise auch zu intensiv. Das sind ja Schimmelkulturen, also in dem Fall jetzt ein Rotschmierer. Käse kann man nie zu viel drauf machen. Jawohl. So. Jetzt ist unser Auflauf erstmal fertig vorbereitet. Den geben wir jetzt so bei 180 Grad indirekte Hitze auf dem Grill oder in den Ofen bei Umluft 180 Grad und lassen den ungefähr für 35 bis 45 Minuten drinnen. Natürlich brauchen wir auch noch was als Beilage. Da habe ich mir gedacht, machen wir einen schönen bunten Salat dazu. Dazu, jetzt in der kalten Jahreszeit, hat mein Obsthändler so einen coolen Wurzelsalat. Der hält sich schön frisch im Kühlschrank. Und da machen wir noch so ein paar ausgefallene Tomaten und Gurke mit rein. So, dale. Zunächst müssen wir mal die Gurke schälen. Auch noch die Tomate.
Jetzt sind wir soweit erstmal vorbereitet. Den Salat müssen wir nur noch ein bisschen mit Essig und Öl anmachen. Ich räume jetzt hier mal auf und dann ist unser Auflauf auch schon fertig. So, unser Auflauf ist fertig. Den holen wir jetzt mal aus unserem Grill raus. Schön crunchy. Ich schneide jetzt oben mal den Käse ein bisschen ein. So. Da machen wir noch ein bisschen Salat mit hin. Öl und unseren Essig. Und schon können wir loslegen. Yummy, yummy. So, jetzt kommen wir zum Lieblingsteil, dem Probieren. Mal schauen, ob das günstigere Gericht auch was bringt. Oh. Ein Stück Fleisch mit einem Stück Fett und Käse und Zwiebeln. Mm. Schaut aber noch ziemlich heiß aus. Hm. Ich sage euch ganz ehrlich, boah, da könnte jedes Schweinefilet weglassen und mit der Schweineschulter wird es der Knaller. Ich nehme mir gleich noch einen Brocken und wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht, euer Abo dazulassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus!